Moin zusammen, in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Geländer und dessen Grundfunktion. Dafür habe ich einmal ein, zwei Elemente erstellt bzw. Bauteile, einmal hier eine einläufige Treppe und einen Balkon. Diese werden wir dann nachher mit unseren eigenen Geländern versehen. Zunächst einmal müssen wir uns in die richtige Modulgruppe bewegen, und zwar die der Architektur. Hier finden wir unter Basis Wände, Öffnung und Bauteil etwas weiter unten auch die Funktion des Geländers. Dort klicken wir einmal rauf. Nun haben wir letztendlich zwei Möglichkeiten, ein Geländer zu erstellen. Einmal die Möglichkeit, ein eigenes zu generieren und einmal die Möglichkeit, auf eine gewisse Anzahl an vorgefertigten Geländern zuzugreifen. Ich möchte euch jetzt aber erstmal zeigen, wie man mit relativ wenig Funktion bzw. mit wenig Aufwand ein eigenes Geländer erstellt. Dazu klicken wir einmal auf die Geländereigenschaften. Dieses Fenster sieht auf den ersten Blick erstmal ziemlich kompliziert aus, ist es aber überhaupt nicht. Als erstes müssen wir uns hier rechts unten einmal die Gliederung angucken. Hier ist eine Gliederung aufgeführt, die in Handlauf, Pfosten und Felder eingeteilt ist. Das ist ganz wichtig, denn demnach bauen wir systematisch unser Geländer auf. Angefangen mit Handlauf. Um einen Handlauf zu generieren, betätige ich einfach dieses Plus und das bedeutet nichts anderes als Element hinzufügen. Wenn ich dieses Plus drücke, fügt sich hier ein Element hinzu, was ich jetzt im Nachgang bearbeiten kann. Dieses Element nenne ich in diesem Fall jetzt Handlauf, logischerweise, um nachher auch die Orientierung nicht zu verlieren. Die Ausrichtung ist eine horizontale, was natürlich für einen Handlauf Sinn macht. Ich finde generell eine rechteckige bzw. quadratische einen quadratischen Querschnitt gar nicht so schlecht, bloß hätte ich gerne eine Breite von 40 und eine Höhe von 10 mm. Das ist auch ganz wichtig, dass hier die Angaben immer in Millimeter erfolgen müssen. So, die nächste Einstellung, die wir vornehmen, ist einmal die Lage und die Länge des Elements. Hier lassen wir es letztendlich bei einer Höhe in Form von Z bei 90 cm. Das ist okay. Der nächste Schritt wäre, dem Element eine Textur zu geben. Das mache ich einfach hier unten mit Darstellung. Da füge ich eine Textur hinzu. Hier ist natürlich noch keine drin, weil ich auch noch keine ausgewählt habe. Dazu erstelle ich hier einen Pfad, und zwar für die Edition. Dann haben wir einmal Plastik, Keramik, Lacke und Carbon Black. So, nun habe ich auch für meinen Handlauf eine Textur ausgewählt und kann letztendlich mit dem weiteren Verlauf weitermachen. Nun klicke ich einmal auf Feld und erstelle in diesem Zuge einen Obergurt, einen Untergurt und Streben. Danach dann natürlich auch die Pfosten. Also fangen wir an. Wir erstellen jetzt erstmal hier auch wieder über dieses Plus einmal den Obergurt, sagen Obergurt. Haben hier auch wieder eine horizontale Ausrichtung, eine rechteckige Form. Hier hätte ich bloß wieder dieselbe Dimensionierung wie beim Handlauf. Es ist natürlich auch möglich, hier runde Querschnitte zu definieren. Das mache ich dann über die Anzahl der Ecken. Aber ich hätte gern, wie gesagt, einen rechteckigen Querschnitt, deswegen belasse ich das bei 4. Nun ist es wichtig, einmal den Obergurt in der Höhe richtig zu positionieren. Und zwar hätte ich den gerne auf 80 cm Höhe. So, des Weiteren wähle ich eine Textur aus und man sieht, die Textur, die ich schon ausgewählt habe, ist denn hier auch schon eingespeichert. So, das soll es für den Obergurt gewesen sein. Und nun erstelle ich den Untergurt. Dazu klicke ich einfach wieder auf das Plus. Nenne dieses Element Untergurt. Das hat auch wieder eine horizontale Ausrichtung. Den Querschnitt definiere ich wieder 40 auf 10 und die Lage auf 10 cm.
Und nun kann man hier schon in der Ansicht ganz gut erkennen, dass sich so langsam ein Geländer generiert. Hier wähle ich natürlich auch wieder die Textur aus, sodass das alles einheitlich ist. So, als nächstes möchte ich gerne hier Streben einfügen. Dazu klicke ich einfach wieder auf dieses Plus. Schon hat sich wieder ein Element generiert, aber nun möchte ich gerne eine vertikale Ausrichtung. Dann klicke ich auf Vertikal. Die Querschnittsdimensionierung ist mir auch so ein bisschen zu prollig, zu groß. Und hier hätte ich gerne noch etwas vorgenommen. Im Prinzip genau dieselbe Dimensionierung wie unser Handlauf, Obergurt und Untergurt, bloß dass die Breite 10 ist und nicht die Höhe. Nun sehe ich hier schon eine kleine Schwierigkeit, in Klammern natürlich, und zwar, dass sich die Streben halt in der falschen Ebene befinden. Dazu sage ich, okay, die Streben sind an sich zwischen Ober- und Untergurt, das heißt 70 cm hoch. Nun möchte ich aber gerne, dass sie hier auch anfangen beim Untergurt. Und zwar sage ich hier einfach 10. Und man sieht, hier hat sie schon eine richtige Einteilung vorgenommen. Nun hätte ich gerne noch in einen geringeren Abstand diese Streben eingefügt. Dazu klicke ich einfach hier auf Unterteilungsstil, auf Abstand und sage 10 cm. Man kann natürlich auch in diesem Zuge sagen, vielleicht 5 cm. Dementsprechend sind die halt dichter zusammen. Aber mir reicht eine Unterteilung in 10 cm. So, nun habe ich fast mein ganzes Geländer erstellt. Nun fehlt mir noch die Verbindung zum Handlauf. Das kann ich entweder über den Pfosten machen oder über das Feld. Wir machen es jetzt einfach mal über den Pfosten. Dazu erstelle ich einen Pfosten, hier wieder über dieses Plus Element hinzufügen, sage Pfosten Handlauf, weil ich gerne den Handlauf mit dem Obergurt verbinden möchte. Horizontale Ausrichtung ist in diesem Fall nicht sinngemäß, vertikal ist okay. Nun hätte ich auch gerne wieder halt eine Querschnittsdimensionierung 10 auf 40. Was man hier auch gut sehen kann, dass das alles passt soweit. Nun ist es natürlich auch noch mit den Höhen und den Höhenbezügen hier ein bisschen falsch eingestellt, was wir aber ganz leicht verändern können. Die Länge bezieht sich in diesem Fall auf 10 cm, da der Abstand zu Handlauf und Obergurt 10 cm beträgt und die Höhe bei 80. Und man sieht, hier hat sich schon die richtige Positionierung eingestellt. So, des Weiteren brauche ich natürlich auch noch einen Pfosten, der mit meiner Treppe verbunden ist. Dazu klicke ich einfach hier rein und benenne den Pfosten Pfosten Treppe. Die Rechtecks- oder beziehungsweise die Querschnittsdimensionierung ist in diesem Fall vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ich hätte, um das einheitlich zu belassen, wieder dieselbe wie vorher auch. Nun möchte ich gerne, dass er direkt an den Untergurt ranreicht und dann eventuell vielleicht 20 cm weiter runter geht. Dazu hätte ich gerne einmal die Länge auf 20 und den Höhenbezug auf minus 10. Und im Prinzip kann man hier schon letztendlich das fertige Geländer erkennen. Also es ist wirklich mit wenig Handgriffen möglich, hier ein relativ komplexes Geländer zu erstellen. Ne? Nun habe ich natürlich vergessen, die Texturen hier nochmal auszuwählen. Das mache ich einfach im Nachgang, indem ich hier, wie vorher schon gezeigt, die Textur für jedes Element definiere. Wenn ich mit meiner Einstellung zufrieden bin, bestätige ich die Eingabe mit OK. Nun ist es ganz wichtig, mit einem Geländer auch immer in der Isometrie zu zeichnen, weil das einfach am unkompliziertesten ist. Also ich bewege mich an das untere Treppenpodest, setze hier die erste Position und sage, dass ich jetzt dem Treppenverlauf folgen möchte. Das mache ich einfach über die Mauseingabe. Wenn ich damit fertig bin, bestätige ich meine Eingabe mit Escape.
Nun kann ich hier auch schon direkt erkennen, dass sich im Prinzip ein sauberes Geländer hier ausgebildet hat. Also es ist wirklich mit wenig Handgriffen möglich, hier komplizierte Geländer zu erstellen und das auch relativ einfach, wenn nicht sogar sehr einfach. So, nun habe ich natürlich auch die Möglichkeit, auf eine gewisse Bibliothek zurückzugreifen. Hier sind auch sehr schöne, schon vorgefertigte Geländer vorhanden. Ich hätte jetzt gern das Geländer ohne Pfosten und sage okay. Nun habe ich dieses Geländer an meiner Maus dran und zeichne das letztendlich um einen Balkon herum. Das mache ich auch über die normale Mauseingabe und wenn ich damit fertig bin, bestätige ich meine Eingabe mit Escape. Und dann drücke ich nochmal Escape, dann bin ich komplett aus der Funktion Geländer draußen. Und hier kann man auch sehen, dass Altplan auch schon mit einer sehr detaillierten, vorgefertigten Geländerbibliothek auffährt, sodass man im Prinzip auch mit wenigen Handgriffen, ohne ein eigenes zu erstellen, hier ein Geländer definieren kann. So, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis auf Wiedersehen.